Hallo, hier ist die Anja mit einem Facebook Live Bewusstseins-Quickie. Schön. Heute geht es um die Umsetzung. Es geht um deine Umsetzung. Inspiriert hat mich diese Jahreszeit. Wir haben in ein paar Tagen den 1. Dezember. Das heißt noch einen Monat und dann kommt das neue Jahr. Und früher war ich da total relaxed, ja, da ist dann so, ja, wir haben ja eigentlich jeden Tag neues Jahr und das ist ja egal und mit den Vorsetzungen. Ich habe mir übrigens nie Vorsätze gemacht. Ich bin auch wirklich so ein Typ, ich brauche das nicht, weil wenn ich ganz klar was wähle, dann setze ich das um. Egal, ob August ist oder September oder Januar. Hi Martina! Martina, jetzt hast du mich ja wieder, du warst sofort da. Also pass auf. Und in diesem Jahr merke ich, also auch in die letzten Jahre schon, ich will kein großes Ding machen, aber dass für mich die Energie und die Hilfe und Unterstützung, hallo Monika, doch anders ist in diesem letzten Monat. Ich zeige dir jetzt mal was, wie ich das empfinde. Und zwar ist es so ein Druck, so, ja, was geht noch, um wirklich auch wieder neu zu starten. So, und wie macht man das? Weil ich möchte jetzt kein Video machen, wo ich rumsülz und du dann schön gepudert bist und dich gut fühlst nach dem Video, aber nichts veränderst. Alle, die gepudert werden wollen, jetzt abschalten. Weil es geht ja darum, dass du was veränderst. Und das hat ganz viel mit dem Tun zu tun. Natürlich bin ich auch ein bisschen beeinflusst, weil ich gerade, bevor ich das live gemacht habe, dachte ich, schau mal, wie es den Leuten auf Facebook so geht. Und habe durchgescrollt. Ja, und da habe ich viele, viele Posts gesehen, wo halt ein Sprüchlein war. Ein Sprüchlein, ein Sprüchlein, ein Sprüchlein. Oh Gott! Hey, keine Sprüchlein mehr heute, bitte. Ich möchte, dass du tust, dass du wirklich veränderst. Und dafür ist dieser Bewusstseins-Quickie hier. Und ich habe das schon lang. Das waren, glaube ich, nur ein Jahr vor ungefähr 25 Jahren, wo ich mir Sprüchlein ins Buch geschrieben habe. Und ich habe die ganz schnell satt gehabt. Weißt du warum? Hast du Leute um dich rum, die dir immer wieder sagen, dass sie das und das machen und machen es dann nicht? Brauchst du das? Willst du einer von denen sein? Ein super Beispiel ist mit dem Rauchen aufhören. Oh cool, Isabella, ja, du, hat vorhin schon einer gesagt, die Martina, dass Facebook das nicht mehr angezeigt hat. Ja, seht ihr mal, aber heute Crashmas, Isabella, es geht ums Tun. Genau, ich nehme jetzt mal, also wenn du Raucher bist, easy, ich habe gar nichts dagegen, dazu kommen wir ja jetzt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Du brauchst nicht das Rauchen aufhören, du kannst doch gern weiter rauchen. Und wenn du mit dem Rauchen wirklich, wirklich aufhören möchtest, dann geht es darum, dass du das tust und umsetzt. Und in dem Moment kann es, muss aber nicht, auch mal unangenehm werden. Ja, genau, Isabella. Isabella schreibt, genau das braucht sie gerade. Weißt du, und dann musst du nicht, und ihr setzt bitte alles euers ein, ja? Dann musst du nicht 20 Leuten erzählen, dass du jetzt mit dem Rauchen aufhörst und magst es dann nicht. Do it! Just do it! Das ist Englisch für mach's einfach. Und ich bin ja so ein Macher. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wie ich es verpacke, dass es hier in so einem Bewusstseins-Quickie rüberkommt. Was könntest du jetzt empfangen und was wäre für all die vielen Leute, die das sehen, jetzt das Einfachste? Ah, die Carola ist auch da. Bei mir fängt es wirklich an dem Yes an. Yes, ich lache auch gerade viel, Isabella. Yes, 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 dafür gehe ich. Und vielleicht sollte man auch einfach nur bei einem bleiben.
Ja? Weil wenn du dir 10 Sachen gerade auf einmal vornimmst und am besten auch noch jetzt im November loslassen, um neu ins neue Jahr zu starten. Hallo Brigitte, oh, was macht es? Eine Sache, wo du jetzt sagst und nimm dieses Video hier. Schluss damit. Schluss, 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 Schluss. Was ist es für dich? Wo bist du wirklich bereit, es zu verändern? Koste es, was es wolle. Geld? Beziehung? Mehr Zeit für andere Sachen? Das wäre so bei mir der Fall. Was ist es bei dir? So, und jetzt? Mach's. Ich glaube, ich bleibe mal bei einem Beispiel von mir. Alter, weiß ich es jemand. Wenn ich jetzt euch im Gespräch hätte, dann könnte ich es ganz leicht rausfinden. Aber so bleiben wir jetzt mal bei mir. Okay, weil ich wähle und wenn ich wähle, dann ist es eine Wahl, mehr Zeit für andere Sachen im Leben zu haben. Ich möchte mehr Zeit für Treffen mit Menschen zu haben, wo es so schön ist, in deren Gegenwart zu sein. Wenn ich Seminare gebe, möchte ich mehr Zeit haben, zum Beispiel auch für die Menschen, die ich dort treffe. Ich möchte mehr Zeit für Menschen haben, mit denen ich mich treffen kann und meinem Körper was Gutes tun. Ja, genau. So, jetzt ist ja, die Schiene läuft ja jetzt. Ja, also so dein Rauchen, dein Druck, dein was auch immer du hast, wo du 5 Jahre schon nicht im Urlaub warst oder wo das Geld wieder knapp ist, das läuft ja. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt schon merke, ich kann nicht alles reinnehmen. Weil wenn du jetzt sagst, mehr Geld, dann geht es natürlich um andere Sachen wie bei mir, verändern, wie ich mein Leben gestalte, ja, was alles um mich rum ist. Und jetzt ist es so, mir machen ganz viele Sachen ganz, ganz viel Spaß. Ich könnte mich sofort in 20 Anjas aufteilen, wo jeder was anders macht, weil ich bin ein neugieriger Mensch. Ja? Nein. Ich habe dir ja gesagt, ich wähle jetzt mehr Zeit für neue Sachen zu haben. Das heißt, so wie es momentan ist, gefällt es mir und es wird sich verändern. Das heißt, wenn ab jetzt Sachen reinkommen, die das untermauern, was ich ausgemacht habe, mich mit jemandem zu treffen, einen langen Spaziergang zu machen, dann wird das warten müssen. Und das habe ich heute zum Beispiel schon erfolgreich durchgezogen. Jetzt sagst du bestimmt, ja, ich habe Rauchen auch schon erfolgreich aufgehört für ein paar Monate. Für mich ist es ein sekündlicher Dialog mit mir selber. Und was unter dem Dialog steht, ist Wahl. Wähle ich das und ich mache keine große Geschichte draus. Ich wähle es einfach. Und ich wähle, immer öfter bemerke ich, Sachen liegen zu lassen, Sachen, die getan werden müssten, um das zu machen, was für mich gerade gut ist. Während ich dir das erzähle, merke ich, das habe ich jetzt ganz oft schon gewählt. Und das ist dieses Tun. So, und jetzt kommt das, wo die meisten hängen. Das kann unangenehm sein für Leute, die auf was warten, was ich auch habe. Also wo ich gesagt habe, ich mache dir das bis dahin. Das kann unangenehm werden, dass ich zum Beispiel, ich sag mal, ein Projekt weniger anbieten kann. Nur ist es schlimm? Nein, weil ich wähle die Zeit ganz bewusst zu wählen, die ich mit mir haben möchte. Und es ziehe ich durch und tu's und tu's und tu's. Ich merke gerade, dass ich dir heute was erklären möchte in meinem Bewusstseins-Quickie, wo ich keine Worte dafür habe. Ich bin ja so ein energetischer Mensch und es ist was stark Energetisches. Das ist so ein Anja Go, Anja Go, Anja Go, Anja Go. Krieg mal die Energie und setz mal deinen Namen ein. Go, 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 go.
Funktioniert dieses Go, wenn du auf deinem Sofa zu Hause sitzt und dir imaginierst, wie du gehst, wie du gehst? Nein, du musst gehen. Und in dem Gehen gebe ich dir jetzt mal einen Tipp. Wie wär's, täglich zu fragen, was kann ich heute tun und sein? Und das setzt du das ein, die Isabella lacht, was du haben möchtest, um mindestens 40.000 Euro im Jahr zu haben an Eingang, ja, oder im Monat. Um, wie bei mir, dieses Oh ja zu haben. Und weißt du, was da noch drin hängt? Bei mir sieht man das ganz gut. Ich glaube nicht dran, dass diese Zeit, die ich jetzt anders verteile, mir fehlen wird. Ich glaube, dass wenn ich das mache, dass das alles andere bereichert, weil das mich so aufbaut, mir das so viel Freude macht, mich so viel mehr leichter macht, dass ich zu einem Magnet werde für die Sachen, die ich sonst noch habe im Leben und die ich haben möchte. Das heißt, do it, machen, ins Tun kommen, ist oft nur mal in einer Phase ein bisschen wackelig. Aber wenn du über das hinausgehst und es weitermachst, dann kommt es dir zugute, stärkt dir den Rücken, gibt dir Rückenwind. Ja, was ist es für dich, wo ganz klar ist, das kannst noch nur du ändern? Funktioniert das zum Beispiel für dich? Hast du mal deinen Körper gefragt, ob er wirklich den ganzen Tag sitzen möchte? Ich weiß, viele von euch haben Hunde. Ihr geht natürlich spazieren, manche nicht. Und kannst du dir ehrlich gegenüber sein und deinen Körper wirklich fragen, ob er das so haben möchte, wie es gerade ist? Und könntest du zum Beispiel auch deinen Körper mal fragen, was ihm gefallen würde? Und wenn er dann sagt, oh, mehr Yoga oder Fitnessstudio oder eine Freundin erzählt dir dann davon, wie wär's, da in die Tat das umzusetzen und nicht einfach nur Zitate lesen, wo drauf steht, dein Körper ist dein bester Freund. Zitat cool, Tat wäre, Körper, wie möchtest du leben? Körper, was möchtest du heute machen? Und mein Körper wollte heute zum Beispiel ganz lang spazieren gehen. Okay, das war in meinem Kopfzeitplan nicht vorgesehen und dann habe ich verhandelt. Ich habe was davon umgesetzt. Verstehst du? Für mich ist dieses Do it. Keine Worte dafür. Es ist diese Energie. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich gehe für das, was ich haben möchte. Ich schaue mir an, was braucht's. Wie sind Leute, die das haben, was ich haben möchte? Was weiß ich, was es braucht, um das zu haben? Und dann tue ich das. Hallo, Gabriele. Oh, die Isabella hat was geschrieben. Ich war 3 Tage lang nur auf dem Sofa. Gut, dass jetzt dein Go, Go, Go kommt. Das gibt mir wieder richtig Schwung, diese Energie. Und jetzt gehe ich los ohne Wenn und Aber. Habe vorhin gepostet. Super. Und Isabella, ich glaube, du weißt es. 3 Tage auf dem Sofa ist nichts Schlimmes. Manchmal braucht es das. Und ganz oft, meine Erfahrung, das, was ich auch von Menschen mitbekomme, ist das 3 Tage auf dem Sofa so genial, so beitragend, um wieder mehr ins Tun zu kommen. Ich würde gerne mal ein bisschen was mit dir loslassen. Ups, das kannst du dir so vorstellen. Jetzt ist Ende des Jahres. Und was brauchst du, dass du ehrlich zu dir bist, was du in deinem Leben haben möchtest? Und wie sehr kann dich der Jahreswechsel, die Energie des neuen Jahres dabei unterstützen?
Und jetzt stellst du dir jetzt mal vor, wie so ein Luftballon, also wie so ein Heißluftballon, der aufsteigt. Ja? Rein in das, was du haben möchtest. Setz dich in diesen Heißluftballon, weißt schon, mit dem großen Ding da oben und lass dich aufsteigen in das, was du haben möchtest. Und geh, geh, geh. Und jetzt merkst du so, So, und jetzt vereint, schmeiß den Ballast, den du nicht mehr brauchst, weg, raus und runter. Kennst du noch von früher diese alten Ballons mit den Sandsäcken? Was kann weg? Was brauchst du nimmer? Simplify your life. Raus damit. Blub, 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 blub. Alles, was dich davon abhält, die neue Version von dir zu sein, lässt es jetzt bitte los. Blub, 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 blub. Kennst du das, dass du Situationen hast oder dir was vorgenommen hast, das nicht geklappt hat und du dann so, oh, ich bin eigentlich anders, ich kann anders. Das ist das, was ich gerade als die neue Version von dir betitel. So, und könntest dich jetzt mal bitte, ich lade dich ein dazu, wie eine Schlange häuten und all dieses Alte, was dich immer zurückhält, das ist nur mein Stift, ich bin Linkshänder, was dich zurückhält, abstreifen. All das, was du nicht mehr brauchst, dieses Alte. Und wie wär's, wenn du auch mal in deinen Kleiderschrank schaust und da ausräumst? Ziehst du die Sachen wirklich noch an? Sind die Sachen das, wie du bist? Zeigen sie das, was du bist? Fühlst du dich wohl in dem? Ja? Ein Titel über das Go, Go, Go könnte sein: Erfinde dich neu und tu's. Und dazu Altes weg. Jetzt sind wir in so einer magischen Zeit, wo es so leicht ist, Sachen loszulassen. Ganz oft musst du gar nicht wissen, was dich so belastet beim Aufsteigen des Heißluftballons. Ja, weg damit. Und diese Leichtigkeit, dieses Aufsteigen des Heißluftballons, das ist zum Beispiel dem ich folge. Und es war bei mir ganz, ganz klar. Ich möchte mehr Zeit für meinen Körper haben. Ja, vielleicht entwickle ich jetzt mal Seminare, wo man nebenbei spazieren läuft. Coachings habe ich schon gemacht während dem Laufen. Ja, ja, das war heute, was so aus mir rauskam zu dem Do It. Ich habe gemerkt, dass es mir leichter fällt, wenn ich ein Gegenüber habe, weil das sehe ich auch und kann ihn fragen, was ansteht. Und dann können wir das besprechen. Aber wir können noch ein paar Fragen so allgemein stellen. Möchtest du so leben, dass du dich von den Dingen aufhältst, die dir gut tun? Falls nicht, wie wär's, dich jetzt neu zu kreieren? So wie du dich haben möchtest. Möchtest du jemand sein, der Ideen hat und die umsetzt? Und wenn dann was Komisches ist und alle sagen, das funktioniert doch nie, wie wäre es, aufzuhören, mit solchen Menschen zu sprechen und dich zu erklären? Weil hast du schon mal erlebt, dass du von jemand dir erzählt hast, dass du von dir erzählt hast an jemanden und dann weggegangen bist und dir ging es total komisch? Nicht alle Menschen können diese Leichtigkeit, dieses Ich mag's einfach haben. Und in deren Gesellschaft, wenn du dann von ihnen weggehst, kann es sein, dass da was davon rüberschwappt zu dir. Wie wäre es, wenn du die anschaust, die wirklich umsetzen, anstatt Sprüche zu schreiben? Und ich habe nichts gegen Sprüche, aber du weißt, manchmal muss ich ein bisschen übertreiben hier, damit es bei dir ankommt. Wie geht's denn dir besser? Im Sprüche schreiben, im Listen schreiben, was wann dran ist, im Pläne schreiben? Wie geht's dir da? Ich sage immer so schön, krück mal die Energie davon. Und wie geht's dir, wenn du wirklich was umsetzt? Wenn du endlich diesen Schrank ausgeräumt hast, wenn du die Gartenarbeit gemacht hast, jetzt noch vorm Winter, die ansteht,
wenn du all deinen Mut zusammengenommen hast und da angerufen, wo du Informationen haben wolltest, geht es dir dann vielleicht besser? Ich sag, warte nicht, tu's. Ich weiß jetzt leider nicht, was es bei dir ist. Ich möchte dich anstecken mit meiner Energie. Diese Tun-Energie, die ist für mich ultra leicht. Da merke ich, dass ich ganz viel mehr von mir bin. Überall, wo ich mich fröhlich und leicht anspüre, da bin ich wirklich ich. Und wenn du so abhängst und dich von einem zum anderen schleppst, Weißt du, viele träumen immer davon, ich sag mal, es gibt so diese 4-Tage-Woche, das kann für manche zutreffen. Ich habe gemerkt, dass ich mich dann irgendwann langweile. Und was, wie krumm ist das, wenn du dich nach was sehnst, nach was ausstreckst, immer sagst, ja, ich will ja gar nicht so viel arbeiten, was aber gar nicht deins ist. Vielleicht ist deins wirklich dieses Machen. Und Machen und Sein schließe ich nicht aus. In diesem Machen bin ich ja. Ich habe heute zum Beispiel Sachen gemacht am Computer mit, ich glaube, das heißt HTML. Das habe ich noch nie gemacht, das habe ich mir ergoogelt und mir geht's gut damit. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, oh, bleib mir mit diesem Computerzeug weg. In dem Machen, in dem Tun, in der Umsetzung kannst du dich als großartig erfahren. Wie geht's denn dir, wenn du was gemacht hast, wo du dir schon länger vorgenommen hast? Wie geht's dir, wenn du einen Kuchen gebacken hast? Wie geht's dir, wenn du die Wände gestrichen hast? Dieses Machen, das hat einen unglaublichen Rücklauf, ja? Hin zu Glücksgefühle und cool und jetzt ist frei und jetzt ist Neues. Das war's von mir. Es kommen auch keine Rückmeldungen mehr. Ich will dich nämlich nicht zureden. Und du hast natürlich die Möglichkeit, auch gerne dir Kalendersprüche durchzulesen und Sprüche. Und vielleicht denkst du dir nach jedem Spruch, den du dann gelesen hast, oh, hat die Anja da nicht mal ein Video gemacht, dass es ums Umsetzen geht? Weil stell dir mal vor, alles würde hier aus Ideen bestehen und niemand würde umsetzen. Niemand würde wirklich die Schaufel nehmen und anfangen, dieses Loch zu graben, wo später ein Gartenteich entstehen soll. Oder bei den Selbstständigen. Wenn jeder Selbstständige ständig nur seine Vision mit sich rumträgt und der Kalenderspruch, tu das, was du liebst. Aber zu tu das, was du liebst, kürz vielleicht irgendwann, nein, jetzt anzufangen, ja? Wenn du keine Kunden hast, dann frag im Freundes- und Bekanntenkreis nach. Du, ich hab da was. Kennst du jemanden, für den das was wäre? Möchtest du mal kommen? Ich würde gern mal was an dir ausprobieren. Fang an, tret in Kontakt mit den Leuten. Okay, wenn du über einen Freundes- und Bekanntenkreis hinaus bist, dann guck, wo finde ich die Leute, die sowas suchen, was ich habe? Wenn du von welchen hörst, ja, das kann unangenehm sein, je nach Situation, dann sprich sie an. Tret in Kontakt mit ihnen. Das ist do it. Die Kerstin schreibt, oh ja, so wahr. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Coachings ich mache mit brillanten Menschen und brillanten Ideen. Wenn ich dann frage, okay, was hast du getan, damit das in dieser Realität ist, damit wir das anfassen können? Oh ja, ich habe nicht genug Geld, nicht genug Zeit und Angst und oh, das ist so anstrengend. Ja, aber da kommen wir jetzt mit dem Spruch. Jede Reise fängt mit einem Schritt an und dieses Do It ist der eine Schritt. Und wenn du so viele Zettel hast mit Sinnsprüchen drauf, dann leg bitte jetzt einen Zettel dazu, auf dem steht, mach's.
Welchen Schritt kann ich heute machen, der es mich zu dem bringt, was ich haben möchte? Welchen Schritt kann ich heute machen, um die Zukunft zu haben, die ich haben möchte? Was ist heute ganz konkret zu tun? Wenn du so das Gefühl hast, oh, heute ist zu relaxen, dann relax. Vielleicht triffst du in der Sauna jemanden, mit dem du dich austauscht, wo sich wieder eine Möglichkeit ergibt. Verstehst du? Nur tu, 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 tu. Manchmal heißt tun, sich auszuruhen. Das kann auch ein Tun sein. Nur wenn das länger dauert, dann würde ich nochmal genau hinschauen. Also, weg von diesen Kopfträumen, Kopfkinos, Illusionen, rein in den Ballon, rein ins Tun, weg mit dem ganzen Palast. Anja, wie geht das? Ich habe da viele Videos dazu gemacht, wie du diesen Ballast loslassen kannst. Und bei mir ist es einfach dieses, ich weiß, wo ich hin will, und wenn was nicht dazu passt, zu dem, wo ich hin will, wie ich mich anspüren möchte, wie ich möchte, ja, dass es mein Körper ist, meine Finanzen, meine Partnerschaft, dann ändere ich da was. Das ist es. Und ich kann nicht nochmal langweilen mit so einem coolen Spruch. Albert Einstein hat gesagt, weißt du, was die Definition von Verrücktheit ist? Immer das Gleiche zu machen, nichts zu ändern und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ein neues, was Neues zu erwarten, das funktioniert nicht. Siehst du, in dem Albert Einstein war schon die Veränderung drin. Und was ist das, Veränderung? Es ist mach's, 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 mach's. Danke fürs Inspirieren lassen, danke für dich. Vielleicht sehen wir uns und hören wir uns ja mal persönlich. Und bis dann.